Guten Morgen, heute den 6. Mai. Wir haben hier gelagert, 2 Tage jetzt. Wie heißt das Dorf? Hey. Cofentes, irgendwie so. Wir sind ungefähr 42 Kilometer vom Krankenhaus entfernt. Das Gute ist, im Moment geht es mir relativ gut. Also wir müssen das Krankenhaus nicht unbedingt aufsuchen, was auch sehr gut ist. Mein Abszess ist entleert unterm linken Arm. Mein Herz fühlt sich im Moment okay an. Heißt nicht, dass es okay, dass es 100% gut ist, weil die letzten Tage war es ja doch sehr, sehr schlimm für mich. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich nicht ins Krankenhaus gehen werde, weil wir sind ja zwar krankenversichert, Entschuldigung, aber hier haben wir Insekten, mit denen haben wir richtig zu tun, die fliegen immer ins Auge und zwar direkt ins Auge und es geht hintereinander weg. Also die Viecher sind wirklich enorm krass und deswegen muss man eigentlich immer Brille tragen oder das Ganze oder so am besten, weil die Viecher sind wirklich heftig. Die nehmen immer Anlauf und fliegen direkt ins Auge. Ja, ich werde erstmal nicht ins Krankenhaus gehen, weil unsere Versicherung ist halt zwar schon dafür da, aber nur für einen Notfall da. Und ich fühle mich jetzt nicht so, als wenn es jetzt unbedingt Notfall ist. Vor ein paar Tagen wäre es noch so gewesen, wäre ich sofort ins Krankenhaus gegangen. Im Moment ist es heute nicht so. Wir haben aber die Route jetzt anders gewählt. Wir haben die Route jetzt so gewählt, dass wir erstmal durch diese Ortschaften fahren, wo Krankenhäuser sind. Und dann sowieso an der Küste lang fahren. Also etwas mehr in der Zivilisation fahren, nicht mehr so abseits, wie wir jetzt unterwegs gewesen sind. Dass wir halt die Sicherheit haben, falls es die nächste Zeit nochmal auftreten sollte, dieses Problem, wo es doch sehr, sehr ernst war, dass wir dann Krankenhaus aufrufen können, weil es ist halt so, dass wenn ich jetzt ins Krankenhaus gehe und die sagen, ja, ist nicht akut genug, müssen wir es trotzdem bezahlen und das ist halt nicht Sinn der Sache, ja. Also es ist nicht die Krankenkasse, wo du einfach mal deine Krankenkarte vorlegst und dann zum Arzt gehst, sondern du musst erstmal bezahlen und vielleicht kriegst du das Geld wieder, wenn du Glück hast. Aber für mich ist es im Moment kein Notfall, also gehe ich jetzt auch nicht ins Krankenhaus. Wir werden es aber natürlich beobachten, ist klar, und hoffen, dass alles gut geht. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich ins Krankenhaus gehen kann, dass es irgendwann wieder akut genug ist, so wie es jetzt vor, boah, Entschuldigung, so wie es jetzt vor ein paar Tagen war, dass sie dann auch was finden, dass sie das dann beseitigen können. Und dass es mir dann auf jeden Fall in langer Sicht wieder besser geht, wäre natürlich sehr, sehr wünschenswert. Aber wie gesagt, so wie es im Moment ist, jetzt habe ich im Moment keinen Druck, jedenfalls nicht so Druck im Herzen. Ich habe im Moment keinen Schmerz im Herz. Also bringt nichts, wenn ich jetzt ins Krankenhaus gehe und sage, ja, es war so vor kurzem. Das ist einfach unsinnig. Das ist einfach für uns auch ein riesen Stress und logistisches Problem, weil wir müssen unsere Sachen verstecken, wir müssen jemanden finden, wo wir bleiben können und. Denn der Stress im Krankenhaus, im fremden Krankenhaus, wo wir sowieso nichts verstehen mit der Kommunikation und so weiter. Also wenn es nicht unbedingt sein muss, machen wir es nicht. Und wie gesagt, wir wählen jetzt Routen, wo wir halt Krankenhäuser öfters in der Nähe haben, jedenfalls nicht allzu weit entfernt. Und vielleicht geht's so besser. Also heute fahren wir, wie gesagt, weiter. Jetzt haben wir erstmal 30 Kilometer Aufstieg. Wird auf jeden Fall auch nicht sehr angenehm. Wir haben gestern Stehtag gemacht, weil gestern waren es 30 Grad. Mal in der Sonne, Quatsch, im Schatten kann man so sagen. In der Sonne waren es gar ein Tick wärmer. Wir haben hier aber alles mit Tarp und etc. aufgespannt, dass wir ein bisschen im Schatten liegen. Wir haben aber gestern mehr den ganzen Tag nur gelegen, weil es halt einfach zu warm war. Bei den Temperaturen kann man nicht fahren, schon gar nicht bergauf. Ich meine, normale Strecke wäre vielleicht gegangen, aber wir haben 30 Kilometer bergauf. Also das ist eine Strecke, die man nicht bei so einer Temperatur fahren möchte. Heute ist zum Glück ein bisschen bedeckter und eigentlich perfekt, um den Berg in Angriff zu nehmen. Und ja, wir hätten gerne hier ein paar mehr Bilder gemacht, aber die Ortschaft ist auch nicht so. Also hier ist wirklich, wir sind hier eigentlich runtergefahren wegen dem Fluss, weil wir dachten, wir kommen hier am Fluss ran. Jetzt stehen wir hier eigentlich in so einer Art, ja, Bambus-Großschilfgürtel. Haben uns sogar einen Platten geholt, weil wir hier durchgeschoben sind, weil hier überall Dornen sind, aber wir konnten das mit Punchspray reparieren, ohne dass wir flicken mussten. Wir hoffen, dass wir gut zurückkommen, den zugewachsenen Weg, den wir hier lang gezogen haben, weil der war wirklich, ja, wie gesagt, Dornen und Platten. Also ich hatte einen Platten im Anhänger, da waren, glaube ich, 3 oder 4 Dornen drinne.
Wie gesagt, konnte es mit Punchspray flicken, ohne dass wir, weil die Mäntel sind nicht mehr so gut, die sind schon sehr abgenutzt. Und ja, wir schauen mal, würde ich sagen. Also wie gesagt, heute den 6. Mai geht es weiter Richtung Almansa. Wenn ein Notfall ist, können wir da ins Krankenhaus. Wenn nicht, fahren wir weiter Richtung Valencia. Und da sind auch wieder Krankenhäuser. Also wir haben dann in naher Zukunft mehr Möglichkeiten, einen Arzt aufzusuchen, als wir vorher hatten. Und ich denke, das ist erstmal gut, weil die letzten Wochen war, wie gesagt, ein bisschen kritisch mit meinem Herz. Und vielleicht kommt es wieder, vielleicht ist es besser. Aber bleibt abzuwarten. Gut, danke, ciao.